Jo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17. Ja, liebe Leute, wie ihr seht, hier stehe ich vor dem Silo und da Füllstand 0, Verdicht 0. Da passiert noch nicht mehr ganz viel, ne? Tja, da müssen wir irgendwas machen. Wie ich das rauskriege, weiß ich noch nicht. Vielleicht fällt mir da noch was in. Aber auf alle Fälle brauchen wir ein neues Silo, denn Stroh haben, Quatsch, Heu haben wir jetzt. Stroh kriegen wir, das ist auch reif, das kann bald runter. Das Gras steht hoch hier auf der Wiese. Dann denke ich einfach mal, die hatten wir ja auch gedüngt. Mal sehen, was wir da runter kriegen, ne? Hauen wir den Kram da rein oder machen da Ballen gleich von. Aber erstmal Gras runter. 6:30, jo. Na Jan, der ist noch. Der ist noch am Kartoffeln liegen. Ja, dann fange ich an und mähe da schon mal runter den Kram da. Ne? Mal einen kleinen Moment mal eben. Ein bisschen leiser machen. Träger ein Tick. Wo soll denn? So machen wir das. Oder? So, noch mal eben einen kleinen Moment, dann machen wir Fahrzeuge höher, Gesamtlautstärke, Lautstärke, Umwelt, den auch ein runter, ich guck mal so, ja, das hatten wir ja eingesehen, das ist ja jetzt mit diesem Map-Update ist das jetzt so geworden, das Gras, mal gucken, ob das alles so funktioniert. Ich habe das ganz zu Anfang mal auf der 1.0 gemacht. Und das haut nicht. Doch, das haut hier hin sogar mit der Helfer. Wollen wir sehen. Aber erstmal einmal und zufahren, nur zweimal, ne? So, machen wir da ein bisschen schneller, kann der ruhig. So. Upguide. Oh Gott. Mal sehen, vielleicht kommt Antje ja doch noch. Man kann die weiter mähen hier. Oder schütten oder irgendwas, ne? Wir haben ein Stück hier. Stramm ran. Das mit dem Mähen klappt gut hier. Oh, das ging auf 1.0 auch. Das war genauso gut. Naja. Ja. Und das brauche ich ja nun auch doch eine Zeit zum Gären. Um zusehen, dass wir jetzt erstmal Silo hinkriegen. Ja, das ist auch soweit, das können wir auch abdreschen. Das siehst du, dann können wir den Johanna nochmal nutzen. Den Randa, noch haben wir ihn. Oder wenn wir noch ein bisschen tun, da sind die anderen auch reif, dann können wir da einen abbacken von machen. Auch so Hirn und Hof so ein Stück beide, ne? Also Grasland jetzt oder was? Das ist nicht schlecht. Da kann es immer mal ein bisschen schnell ran.
finde ich. Noch eine, da hat er da schönes Vorgewände, ne? Egal, wer ohne bildender Bi und so was. Also das klappt auch schon mal auf der hier. Bin ich mal gespannt, ob das mit dem Silo hinhaut da rein. Und wenn der eine da drin bleibt. Höchstens mal gucken, ob man denn das mit dem Giant City da irgendwie rausnehmen kann oder so, dieser Füllkram da, ne? Irgendwie kriegst du das hin. Komplett auch noch die andere Seite auch mit. Dann kriegen wir da auch nicht was drin in Sie und hoffentlich, dass das denn funktioniert, ne? Schön paar Kühe, die gehören auch im Hof, da haben wir weniger. Ist der Weg eben auch schon mal Willem hingehen? Der wäre noch gar nicht hoch. Ach Gott, nee. Carsten wäre du, hast den Schrauber, du. Sag Mensch, Carsten, tut mal ein bisschen so ruhig, ne? Hier für Getöppel oder so Getöppel. Ja, hab wir auf Loger, sag ich. Da liegt die denn eben gut. Ich sag, ja, abrechnen tue ich mit Willem nachher, das mach ich dann. Ja, das ist kein Ding, sag ich. Ja, siehst du, hat er mir die rausgestellt und dann mach ich da eben noch hin, hab die abgeholt, ne? Sonst hätten wir jetzt eben Leerlauf gehabt. Dann, die anderen war schon einmal leer. Da ging dann schon wieder rennen, du. Oder hier an Dünger und Saat verknallt hier auf LS17 oder so. Das ist aber ein teures Pflaster, ne? Also in Deutsch mal gerne haben hier. Bin ich ganz ehrlich. Ist richtig schön kompakt und kräftig und allen Dubido. Schön, wunderbar. Mach ich gerne mitfahren. Früher haben wir gerne Fan gehabt, aber schon fast von ab. Irgendwie weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Schafft schon ganz gut war mit dem Mähwerk hier. Das finde ich gut. Schöne Krone. Da passt hier in der Landschaft, ne? Hehe. Die schläft sich bestimmt erstmal aus heute. Ich meine, da soll Urlaub haben, haben wir gesagt. In der letzten Folge schon. Die hat so viel Überstunden. Ich meine, ich bezahle die auch aus, das ist gar kein Problem mehr. Aber ich kenne Antje ja. Nee. Der hat Hummeln im Moors, hätte ich. Die deren, ne? Irgendwann taucht die doch auf. Das ist so eine richtige Bäuerin, ist das so. Gelernte Landwirtin, ja, hat sie. Hat auch mit sehr gut abgeschlossen und alles. Ja, noch ein paar Gesellen, ja, dann kann sie Meister machen, ne? Da kriegt die auch hin. Ja, mal gucken, was sich alles noch so entwickelt. Selbst wenn ich mal auf einen anderen Hof gehe, die würde ich gerne mitnehmen, ne? Aber die wird auch älter und baut sich ihr Leben auf.
Muss ich mal gucken, vielleicht kann sie den ja später übernehmen hier denn. Wer weiß, ob alles noch kommt. Und meistens kommt das anders, wie du denkst, ne? Ja, siehst du, war ich mit Heini erst los. Ne? Und hab die Saat abgeholt von Willem. Und du Lockgote bist, ja. So alt wie er ist, aber auch so flott ist er, ne? Und der kriegt er hin. Guck mal, ein paar Mal hin und her, ne? Wieder doch schon auf hier. Oh, schön. Wetter wird gut heute. Dann schwatten wir das gleich hier und dann ab die Post. Ich könnte jetzt mal einen gebrauchen, ne? Einer, der miet oder schwattet. Mir nicht schlecht. Dann hättest du das gleich in Schwatt und dann kannst anschließend kannst das gleich in Silo fahren, ne? Lass mich nochmal gucken, was es neu gibt. Ja, wenn sie nur wenig Nächte. Faul oder was? Zeig ich mir nichts an, du. Ich habe schon überall geguckt, weil früher in den 15er, da konnte man die Silos ja dann auffüllen, ne? Kann man ja schieten. Nix gefunden, gar nichts. Nichts. Ich weiß nicht wo. Aber ich glaube, ich habe da irgendwas gelesen, das geht sowieso nicht, weil hier dieser irgendwie überall Abkippmod drin ist, ne? Muss ich überall was hinkippen. Also kriegst du nicht überall einen Plan darüber, sonst kannst du einfach ganz einfach ein Freilandsilo machen. Könnte man ja so auch in echt, ne? Kippst du da hin und kaufst dann eine Plane rüber und fährst fest Plane rüber und dann hast du ein Silo. Ja. Mal sehen, ich fummel da noch rum. Aber ich muss so zwischendurch immer ein bisschen so was machen, ne? Sonst wird das ja auch dümmlich. Das macht ja auch keinen Spaß. Naja, von Mike soll auch, habe ich gehört, demnächst noch was Schickes kommen. Der hatte mich angeschrieben. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Aber das ist ja so mehr so ein Flachländer. So wie ich, ne? Naja, wenn das so wird und das kommt, was ich mir denke. Den können wir, also die Flachländer unter uns, die können sich dann auch was freuen. Aber mehr sage ich jetzt noch nicht. Hier nicht irgendwelche Leute heiß machen. Also ein bisschen Vorfreude, dass was fein ist, ne? Wie gesagt, die Tage noch mal in den anderen Hof angucken, den großen. Und dann muss ich erst mal gucken, was der haben will dafür. Und dann muss ich erst mal gucken, wie bewirtschaften wir den. Den weg, den da auch zu dem anderen hin. Am liebsten ja nicht, den Lütten hier. Den hätte ich ja gerne behalten. Da kannst du nur doch alleine bei hier. Bei dem anderen, ich nicht. Das ist eine ganz schöne Klamotte. Aber herrliches Landbein, ne? Ist ja herrlich. Also ich mach das haben, so weit gucken, ne? Wenn du so weit geradeaus gucken kannst, wenn du denn schon siehst, wer nächste Woche zum Kaffee kommt, ne? Ja. Das ist meine Welt, ja.
Und das wäre ja der andere Hof. Ich meine, hier ist er auch schon. Nicht? Das ist so ein bisschen, schätze ich mal, so ein bisschen Mitte Holland. Und das andere Ding, das kennt ihr auch. Was mach ich jetzt denn? Wo fahr ich denn? Dann mach doch quer hier, dann hast du den Zappen weg, Mensch. Butcher, Butcher, wo hast du deinen Kopf? Das ist wieder zu früh, ne? Brauchst du wieder einen Tast Kaffee oder irgendwann? So, ab. Hin und her und kreuz und quer, und das ist auch noch hier. Hier lange Fidi-Fidi-Magen, ja. So. Ist denn ein Wuppen oder sein Silo? Fest den Kram. Ja, und dann ist Antje auch bald wieder da, die Tage. Und dann knabbern wir den Weizen und die Gerste runter. Pressen wir die schön. Ballen machen. Und dann muss ich gucken, wie cool, ne? Brauche ich auch noch so einen Futterwagen. Ne? Ja, Mischfutter machen dann. Ne? Ja, und dann Kühe her. Könnte ich jetzt so kriegen. Ich fahre zum Händler hin. Hab mit dem geschnackt. Oh, wir haben einen schönen anständigen Preis gemacht. Dass ich den ursprünglich haben wollte, ich soll so ein Wuchraumacker. So, du bist wohl nicht mehr ganz richtig, oder was? Ja, das ist hier so. Und ich sag, ja, das läuft mal an, Säck. Ist doch das europaweit, ich sag, ne? Von daher gibt's ja gar keine Grenzen mehr. Ja, nee, das bezahle ich nicht, Säck. Dann hole ich mir welche aus weiß ich nicht woher. Ja, muss ich noch mal gucken, sagt er. Ich sage, ja, dann guck mal nach, sag ich, aber seh zu mit deinem Gucken. Dann überlege ich mir das anders, sag ich, dann hole ich mir woanders Rinder. Das heißt, wenn ich mir die liefern lassen muss und die Frachtkosten noch bezahlen muss, mir dann auch egal. Ich sag, wenn mich erst bockig hast, dann bin ich bockig. Mhm. Ja, und dann rief er dann wieder an noch. Oh nö, lässt sich was machen. Ich sag, geht doch. Ich sag, will ich ja auch nicht ausnehmen. Soll ich. Das ist Quatsch. Ich sag, aber einen anständigen, vernünftigen Preis machen. Ja, krieg ich. Haben wir so schon einige Tiere ausgeguckt jetzt, was er da so an der Hand hatte mal eben. Ein paar sucht wir noch von anderen Höfen zusammen, die verkaufen wollen, ne? Also Einzeltiere jetzt, ne? Jo, und dann mal ran, dann her damit. Oh, Mifi. Und Schwienmuffi denn. Vielleicht holen wir uns immer erstmal so 3-4 Stück. Zumindest für einen Eigenbedarf, ne? Was sehen wir denn? So. Tja, liebe Leute, Zeit ist wieder um. Ich mähe hier noch ein bisschen weiter, dass wir den Kram runterkriegen. Hoffen, dass Antje nachher kommt. Die vielleicht in der nächsten Runde dann dabei ist und bisschen mitmäht, aber wie gesagt, die hat Urlaub. Ein paar Tage. Wenn sie meinte, kannst du ein paar Tage länger haben, weil die hat schon lange keinen mehr gehabt. Das war jetzt so ein bisschen gerade gut Wetter, ich könnte sie gebrauchen, aber gesagt ist gesagt und das wird durchgezogen. Jo. Und bis dahin, ich bedanke mich bei euch. Recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Mal alle wieder dabei seid, ne? Bis dahin. Ditto, euer Butcher. Tschüss.